Zwar kannst du dir die Notizen während dem Vortrag auf dem Laptop-Bildschirm einblenden lassen. Manche Leute bevorzugen aber weiterhin die Notizen in Papierform. Dabei schreiben sie die meist von Hand, aber man kann natürlich auch die Notizen, die man in PowerPoint unter die Folie geschrieben hat, ausdrucken. Und auch hier kann man eben den Master noch einstellen an seine eigenen Bedürfnisse über Ansicht, Master, Notizmaster. Siehst du, wie das ausschaut? Oben wird die aktuelle Folie als Bild eingeblendet und darunter die Notizen. Und die kannst du jetzt da noch formatieren, die Größe ändern und so weiter, das Bild allenfalls. Allzu viele Möglichkeiten hat man in dem Fall nicht, aber was ich dann jeweils mache, wenn ich das so ein bisschen optimiert habe, dass ich beim Drucken im Druckdialog nicht die Folien auswähle, sondern beispielsweise Notizen und im zweiten Reiter unter Layout sage, er soll mir zwei oder vielleicht sogar vier Blätter auf ein Papier drucken und so habe ich kleine Zettelchen für jede Folie, ein kurzes kleines Bildchen und darunter eben die Notizen, die ich brauche. So kannst du Papier sparen, es ist handlicher und trotzdem hast du alles beieinander.